Hallo und einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder Nacht, wann auch ihr mir dieses LP anschaut, zur nächsten und ich glaube siebten Mission von Crusader No Regret. Und als kleines Resümee zur vorherigen Mission, wir haben, was haben wir denn nochmal gemacht? Genau, wir haben den Dicor Separator in die Luft gesprengt, um dem LMC einen kleinen Schlag zu verpassen. Und dessen Versorgungsnachschübe ein bisschen ins Stocken geraten zu lassen, weil die jetzt noch ein paar mehr Problemchen haben, weil dieser Separator nicht mehr existiert. Und wir hören uns mal an, was Eli oder Eli, ich sage mal Eli, aber ich glaube, der heißt eigentlich Eli, mit Shepard als nächstes für uns zu tun hat. Captain, Ihr Erfolg hat uns ein weiteres Problem eingebracht. Leech befand sich in einer so verzweifelten Lage, dass sie zum letzten Mittel griff. Vor ein paar Minuten haben wir diese Meldung abgefangen. Lieutenant, in 60 Minuten lasse ich MFH-Gas in die Sauerstoffversorgung einströmen. Evakuieren Sie das wichtige Personal, bevor alles abgeriegelt wird. Informieren Sie Mil-Ops, wir brauchen neue Gefangene. Wir müssen unbedingt das Nervengas finden, bevor es in die Luftversorgung gelangt. Sie muss den Behälter so angebracht haben, dass das Gas in einen der drei Sauerstoffregeneratoren einströmen kann. Colonel Shepard und ich übernehmen Regenerator 1, der im Nordsektor ist. Danning übernimmt im Ostsektor Regenerator 2 und Sie kümmern sich um Nummer 3, Captain. Okay, wir dürfen keine Zeit verlieren. Professor Cicada wird uns von der Basis aus weiterhelfen. Oha, sag bitte nicht, dass es eine Mission auf Zeit ist. Eine Stunde. Es passt ungefähr in den Rahmen, den wir sonst auch immer haben. Huiuiui, ich hoffe, das ist jetzt keine Zeitmission. Oh Gott, da steht ja gleich einer. Ah, das fängt ja schon mal klasse an. ich speichere gleich am Anfang. Gut, kurze Zusammenfassung. MFH-Behälter, was auch immer MFH bedeutet. Finden Sie den MFH-Behälter im Nordsektor. Deaktivieren Sie den Nervengasbehälter, bevor das Gas in die Luftversorgung gelangt. Ja, das hört sich echt schon noch Zeit an. MFH, vielleicht heißt es... Mit freundlichen... Ah, das passt nicht. Mit freundlichen Füßen. Stirb! Ich mag Zivilisten nicht, die frei rumlaufen. Aha! Ach, ich bin... Das ist ein zweiter Raum. Okay, da ist eine Alarmanlage. Kommt her. Ach, die wollen nicht herkommen. Ah, da ist ein Alarmviech. Stirb! Hallo? Ist er überhaupt kaputt? Also, es geht doch. Nichts kann sich mir widersetzen. Meiner unglaublichen Herrschaft. Hoi. Au. So geht das doch am einfachsten. Cool, eine Aufladestation. Und ich sehe da auch rechts am Bildschirmrand die gelbe Keycard. Da ist nix. Ich habe nur eine Stunde Zeit. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auf Zeit geht. Deswegen kann ich mich eigentlich auch nicht mit so einem Scheiß hier beschäftigen. Okay. Ich habe volle Energiezellen. Das ist schon mal cool. Los, los, los. Ah, da ist noch was. Runter. Sicherheitstür jetzt offen.
Na gut, ich hätte jetzt zwar noch die Keycard dafür gehabt, aber ist mir auch recht. Was ist los? Ah, keine Zeit verlieren. Was ist denn das für ein Mech? Nicht gut. Nein. Schnell speichern. Okay, da ist auch noch was. Ich räume mich da mal elegant vorbei. Das war alles schildgeschützt. Scheiß Kamera. So. Hui, hui, hui. Ich will das so Alarmteil. Mag ich eigentlich am wenigsten. Das wird jetzt garantiert ein Alarm auslösen, das Ding. Ich hätte sogar noch Schild geschützt. Na? Oh, wie ich sowas hasse. Ja, genau. Gut, das ist kaputt. Bloß schnell vorwärts. Kamera. Okay, die ist kaputt. Da liegt eine Keycard nochmal. Gut, was haben wir hier? Allzu gut, Isaac. Ich habe dein kleines Rätsel gelöst. Jetzt habe ich den Schrankcode verändert. Ich hoffe, du weißt, bei welcher Temperatur Papier brennt. Verdammt, ab welcher Temperatur brennt ein Papier? Wasser kocht bei 100 Grad, das weiß ich, aber... Wandcode. Okay, ich will da irgendwie rein. Okay. Das läuft ja schon mal wie am Schnürchen. Ich hoffe, ich verliere bloß echt keine wertvolle Zeit hier. Okay, ab welcher Temperatur brennt Papier? Ab 60 Grad? Nein. Nein, nein, nein. Ach, ich habe jetzt keine Zeit, mich um den Alarm zu kümmern. Gut, ich weiß es nicht. Danke, Gebiet gesichert. Welche Temperatur? Brennt, ja, gut, 60 bestimmt nicht. Auch 100? Nein. Schon weniger wie 60? Code Rot, danke. Code Rot aufgehoben. Zugang verweigert. Der Alarm wurde aktiviert. Danke. Code Rot aufgehoben. Gebiet gesichert. Zugang gewährt. Nein! Scheiße. Ah, oh, super, okay. Jetzt schon mal einen kurzen Schnitt. So, und hier bin ich wieder. Entschuldigung für den schnellen Schnitt. Und ich weiß, ab welcher Temperatur Papier das Brennen anfängt. Und zwar 451 Grad Fahrenheit. Wurde gerade von einer Frau freundlicherweise nachgeschaut. Ich weiß, dann hätte ich jetzt sicher steuern können, aber... Ich will ehrlich gesagt... Kryotron. Ich will hier weitermachen und nicht mich zu den Kleinigkeiten hier beschäftigen. So. Ach, Quatsch. Obwohl, warum nicht? Ach, obwohl, lieber nicht. So. Speichern diesmal. Danke. Code Rot aufgehoben. Zugang gewährt.
Okay. Das muss lieber so. 451 Grad Fahrenheit. So, kann ich das Ding auch wieder rausfahren? Huh. Ah, hier, klar. Anti-Sabotage-Maßnahmen. Ah, ich hab da bloß eine Stunde Zeit, schick dich. Splits of Persia 1, du. Na also. Muss ich da jetzt schon hoch? Oder runter? Uiuiuiui, nein. Heiliges Blechler. So. Ich gehe jetzt mal da hoch. Ich will wissen, ob da oben etwas ist. Oder unten, je nachdem. Und wir fahren runter. Jetzt über die Kamera bestimmt schon auch gleich. Geht sie nicht? Heiliges. Ich hab's gewusst. So, ich muss diesen Mächter unten platt machen, ohne das Ding kaputt zu schießen. Ah, sehr schön. Huhuhu. Also ich find's bisher sehr spannend. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Shotgun Muni. Ich sollte mal normal speichern. Dass es wirklich auf Zeit geht. Okay. Hier ist ja gar nichts Besonderes eigentlich. Na gut. Aber wir sind aufgetankt und können zurück ins Gefecht. Ab, ab, ab. Komm, hoch. Ab. Ab. Hoch. Ich bin gerade so hibbelig. Weil ich echt Angst habe, dass das auf Zeit geht. So. Ja. Okay. Schnell speichern. Wollte ich? So, jetzt kann ich das Ding hier nämlich kaputt machen. So, was ist hier noch? Kamera! Blaue Keycard, alles klar. Pack, wo ich voll hab. So, was ist das hier? Bitte denke daran, heute den Tresor abzuschließen. Du weißt so gut wie ich, dass Leech uns lebendig rösten wird, wenn diese Sicherheitskarten verschwinden. Dankeschön. Dann röst mal schön. Hey. Immer schön weg von der Tür. Genau wegen sowas. Okay, nicht gut. Komm her.
Ey. So, einfach mal mit Karacho dadurch. Kamera? Gefällt mir nicht. Frauentoiletten. Da finden sich immer so tolle Sachen, wie zum Beispiel Männer. Was ist denn das? Ist das ein Kunstwerk? Nein, ich will die Kiste. Ich will nicht spülen, ich will die Kiste aufmachen. So. Mischt für mich. So. Jetzt haben wir das. Schnell speichern. Was ist denn das? Ist das eine Schiene oder? Ah ja, ich verstehe. Das bedeutet... Das Schild ist aus. Nein! Ah, Mann. Das wird sein Hickhack, du. So. Das ist erledigt. Kaffeemaschine. Was ist im Boden? Madpacks. So. Durch da. Durch den Dunst. So. Okay, das gefällt mir hier irgendwie nicht so ganz. Ich renne jetzt trotzdem mal durch. Armer Kerl. So. Okay, das ist irgendeine Satellitenanlage, die ich auf jeden Fall mal kaputt machen werde. Sterbeexperiment. Ja, badabada. Das machen wir lieber etwas eleganter. So. Ich liebe den Granatwerfer. Okay, das ist definitiv eine Bodenplatte, die ich nicht reinlaufen möchte. Was ist wahrscheinlich das hier? Eine blaue Keycard. Ah! Super, beide ausgelöst, so. Die haben im ersten Teil Boden gekehrt. Wieso schießen die jetzt plötzlich? Wer ist in Luft sprengen? Ha. Hilfe! Aber wahrscheinlich muss ich beides... Ne, ich hab doch schon jetzt alles kaputt gemacht hier. Ah ne, hier. Ah, wo geht's weiter? Schnell speichern. Ich hab doch keine Zeit. Entschuldigung, ich speichere nochmal. Schnell speichern. Hm. Ich sehe hier auch keinen Schalter. Ich meine, ich habe jetzt eine blaue Keycard. Wenn ich es weiß, lade ich nochmal. Hä? Wo bist du her? Okay, ich weiß es.
Schnell speichern. Schnell bleiben. Gut. Ah, okay. Und zwar hier. So, blaue Keycard. Zugang gewährt. Ah ja. Hallo! Hallo! Das war jetzt schon echt hart. Schalt doch über den Alarm da oben aus. Danke, Gebiet gesichert. Code Rot aufgerufen. Verdammt, jetzt hab ich den noch erwischt. Code Rot, illegale Wo Einigung. Muss ich denn lang? Danke. Code Rot aufgehoben. Was ist eigentlich das für ein Schalter? Hm. Okay, jetzt komme ich auch da hoch. Vorsichtig. Da jetzt schon hoch? Schnell speichern. Ich nehm's mal an. Hauptmenü. Wenn da ein Geschützturm steht. So, ich hoffe, der ist jetzt kaputt offscreen. Ja. Ein Glück, dass du heute lieben darfst. Will ich da rein? Hätte ich da rein gewollt, ich denke mal schon, ja. Wieso hat jemand mit Laser Shotgun Munition dabei? Ah, ich wundere mich schon lange über nichts mehr. Gut, Deadpacks. Hier irgendwo noch eine Kamera. Ach, da unten. Gut, das hier oben hat mir erstmal, zumindest auf den ersten Blick, nichts gebracht. Daneben. So, ich will trotzdem mal auf da oben lang. Ficken. Na? Da. Nein, nicht schon. Zugang
Verdammt! So ein Scheiß! Okay. Ich will den Alarm noch abschalten. Alarm! Schon wieder eine Raketenwaffe, überall Raketenwaffe. Oh, Mann, geht's denn da lang? Da kommt wieder ein Geschützturm her. Ist das so ein Schienenteil? Schnell speichern.